So Leute, da haben wir nochmal Modern Warfare 3 und eins meiner besten Gameplays, eventuell vielleicht nicht unbedingt vom Score, also es waren am Ende 99 Kills, also ziemlich ärgerlich, weil da auch ein Teammate irgendwie noch eine Moab gezündet hat am Ende. Und es ist eine Double Moab von mir und das ist eigentlich rar bei mir, ja. Ich meine, MW3 ist zwar nach MW2 mein bestes Spiel, ich spiele es auch meiner Meinung nach gut, ja. Allerdings ist es relativ wenig von Erfolg gekrönt. Aber es macht mir auf jeden Fall nach MW2 am meisten Spaß. Habe ich jetzt aber trotzdem schon wieder ein paar Monate nicht gespielt. Und ja, wie gesagt, das ist hier eine Double Moab mit 99 Kills. Ich habe jetzt auch nur ab der ersten Moab-Streak rein, habe ich das geschnitten, weil der Anfang relativ unspektakulär war. Und ja, ich meine, Commentaries sind ja in letzter Zeit wieder ein bisschen rarer geworden. In letzter Zeit ist es ja echt schon, ja, Standard geworden, dass da maximal eins pro Woche kommt oder so, wenn überhaupt. Und ja, jetzt möchte ich erstmal sagen, am Wochenende wird jetzt erstmal Extinction kommen. Da werden sich wahrscheinlich einige, die erst seit kurzem dabei sind oder so, vielleicht fragen, warum das? Ich habe damals, wo ja, die DLCs von Ghosts rausgekommen sind, das war ab März, also auf die PlayStation, ab März 2014, also letztes Jahr, habe ich halt mit dem Stew von Blamo TV eine Serie gestartet, wo wir dann zu zweit immer Extinction spielen und das aufnehmen und dann in zwei Parts gecuttet, ja, mit Panorama-Cropping zwei Sichten quasi. Also immer einer hat den größten Anteil am Bildschirm und der andere ist dann noch rein editiert, oben rechts hat so ein Fenster, ja, wie die Leute das mit der Facecam oder so machen. Und das wechselt, die Sichten wechseln dann hin und her. Das haben wir gemacht und wir haben alle Episoden hochgeladen, beziehungsweise Stu hat auch alle Episoden hochgeladen. Ich habe allerdings von der letzten Map von Exodus habe ich den letzten, also die Aufnahme habe ich noch nicht freigeschaltet, ja. Ich habe es irgendwann mal vergessen. Wir haben das im September letztes Jahr aufgenommen und deswegen wird es jetzt höchste Eisenbahn, dass ich das mal freischalte. Und da das ja zwei Parts sind, ich denke mal, ich werde das entweder auf zwei aufeinanderfolgende Tagen oder an einem Tag verteilt ein paar Stunden hochladen, muss ich mal gucken, werde ich am, dieses Wochenende wird es auf jeden Fall kommen. Ich weiß nicht, ob diese Woche noch ein anderes Video kommt, kann ich euch leider nicht versprechen. Je nachdem muss ich auch gucken, was ich dann da überhaupt kommentieren kann. Ich finde es in letzter Zeit ziemlich komisch, ich habe mir ein Thema zurechtgelegt und dann finde ich einfach unter meinen, jetzt ohne irgendwie anzugeben, Tonnen Gameplays quasi, finde ich einfach nichts, wo ich Bock habe, das zu kommentieren, obwohl die Gameplays einfach teilweise, die sind ja gut, ja, aber irgendwie habe ich dann manchmal keinen Bock, die zu kommentieren und so ultra krasse, die hinterlege ich lieber mit Musik, das ist dann irgendwie, da bin ich dann so in der inneren Zwickmühle, und wie gesagt, ja, wo wir beim Thema Extinction sind, ich werde jetzt bald auch mal Extinction streamen. Jetzt werden sich die Leute vielleicht fragen, streamst du dann solo oder so? Und in was für einer miesen Quali soll das denn sein mit deiner 16.000er Leitung? Ja, es steht jetzt der Internetwechsel an. Ja, es kann gut sein, je nachdem wann ich dieses Video hochlade. Also ich kommentiere jetzt das Video am Dienstag. Und eigentlich, es soll jetzt im Laufe der nächsten Tage müsste mein Internet da sein. Ist die Frage, inwiefern das reibungsfrei funktioniert, weil ich habe mal geguckt, bei uns im Haus ist das Internet irgendwie so ein bisschen komisch verkabelt. Ja? Irgendwas, was ich immer für die DSL-Buchse gehalten habe, ist gar nicht die DSL-Buchse, ja, übelst der Noob-Fail. Aber ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan, wie unser Internet hier richtig angeschlossen ist und habe dementsprechend auch ein bisschen Angst, dass das Internet vielleicht erstmal gar nicht geht. Gut, kurz einen Cut gemacht, weil das Telefon geklingelt hat. Ja, nee, aber wie gesagt, ich weiß natürlich nur, wie ich den Router anschließe, an welchem Anschluss und so. Das müsste eigentlich die DSL-Buchse sein, sieht aber nicht so aus, wie es eigentlich aussehen müsste. Und ja, wie gesagt, das hat mein Vater früher alles noch halt quasi angeschlossen oder hat anschließen lassen und ja, gut, kann man halt nicht mehr fragen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das Internet funktioniert und wenn ja, wie viel denn letztendlich, bin ich auch mal gespannt, von meiner Leitung halt ankommt, weil ich habe jetzt wirklich, es soll
bis zu 100 Down. Laut Vertrag müssen sie 54 Down garantieren, also 54 bis 100. Und Upload von mindestens 20 bis 40. Also selbst wenn nur 20 Upload ankommen, wäre das ultra krass, weil 20er Upload kenne ich eigentlich gar keinen, der das hier hat. Und dann ist Streamen auf jeden Fall nothing special, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wie gesagt, dann würde ich mal Extinction streamen. Da wäre dann der Stu auf jeden Fall auch mal dabei. Da würden wir mal eine Session machen, wo wir alle 5 Maps hintereinander wegzocken. Das würde dann wahrscheinlich so um die 5 Stunden dauern, ein bisschen mehr. Vielleicht auch mal andere Koops an, also hier irgendwie Zombies, Exo-Zombies und natürlich, wer hätte es gedacht, dann kann ich natürlich auch ohne Verbindungsverlust oder so auch streamen im Multiplayer. Ja, dann würde ich natürlich auch mal MW2 streamen, muss natürlich sein. Vielleicht dann auch mit Leuten einladen etc. Schauen wir dann einfach mal. Müsste ich dann sowieso mal ausprobieren. Also ich habe mal auf PS4 ausprobiert, Stream mit meiner 16K Solo Extinction, also quasi nur offline. Das ging halt von den Settings, gut, die Grafik war natürlich jetzt nicht die beste, aber das würde ich auf jeden Fall auf die Kette kriegen. Wenn ich dann MW2 und sowas streame, wo ich dann ja mit der Ava Media recorden muss, da würde ich dann das mit Open Broadcaster oder so machen. Müsste ich mir dann nochmal genau angucken, wie das funktioniert und ob mein PC das hinkriegt und so. Aber da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr das Video gut bewerten. Bis dann, haut rein.